Ableitbarkeit und Stetigkeit einer Funktion in R. Wir erinnern uns, eine Funktion f ist ableitbar an einer Zahl a, dann und genau dann, wenn der Grenzwert, wenn x gegen a strebt, vom Differenzenquotienten f von x minus f von a geteilt durch x minus a eine reelle Zahl ergibt. Und eine Funktion f ist stetig an einer Zahl a, dann und genau dann, wenn der Grenzwert, wenn x gegen a strebt, von f von x die Zahl f von a ergibt. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Ableitbarkeit und Stetigkeit? Antwort: Ja. Denn wenn eine Funktion f ableitbar ist an einer Zahl a, dann ist sie automatisch stetig an dieser Zahl a. Wir werden diesen Satz allgemein beweisen und starten mit einer Trivialität. Natürlich ist f von x dasselbe wie f von x. Wenn wir hier eine Zahl subtrahieren und sie dann auch sofort wieder addieren, dann haben wir nichts geändert, dann bleibt die Gleichheit gültig. Wir werden f von a subtrahieren und dann auch sofort wieder addieren. Ist gemacht, die Gleichheit bleibt selbstverständlich erhalten. Wenn wir diese Differenz durch eine Zahl teilen und dann auch sofort wieder mit dieser Zahl multiplizieren, auch dann haben wir nichts geändert. Wir müssen nur darauf achten, dass diese Zahl, durch welche wir hier teilen, nicht 0 ist. Diese Zahl wird nicht 0 sein, denn wir werden jetzt beidseitig den Grenzwert berechnen, wenn x gegen a strebt. X strebt gegen a, das heißt, x liegt ganz dicht bei der Zahl a, ist aber nicht gleich diese Zahl a, somit haben wir da auch nicht durch 0 geteilt. Hier rechts haben wir jetzt zuerst mal den Grenzwert einer Summe, das entspricht der Summe der Grenzwerte, und als ersten Grenzwert haben wir dann Grenzwert von diesem Produkt. Das entspricht dem Produkt der einzelnen Grenzwerte. Dieser Grenzwert hier rechts kann also zerstückelt werden in drei einzelne Grenzwerte. Der erste dieser Grenzwerte, das ist die reelle Zahl f' von a, denn wir wissen, dass f ableitbar ist an der Zahl a, was bedeutet, dass dieser Grenzwert eine reelle Zahl ist. Dieser Grenzwert ist eine reelle Zahl, die wir mit f' von a bezeichnen. Dieser Grenzwert, wir ersetzen x durch a, dann ergibt das a minus a, das heißt 0. Der letzte Grenzwert, das ist der Grenzwert von f von a, wenn x gegen a schreibt. F von a enthält aber gar nicht die Variable x und ist somit eine konstante Zahl. Der Grenzwert einer Konstanten, das ist diese Konstante und somit führt das hier zu f' von a mal 0 plus f von a. Da f' von a eine reelle Zahl ergibt, weil f ja ableitbar ist an a, steht hier 0 mal eine reelle Zahl. Das macht 0. Und somit bleibt als Antwort f von a. Wir haben also bewiesen, wenn f ableitbar ist an a, was heißt, dass dieser Grenzwert eine reelle Zahl ergibt, dann ist der Grenzwert von f von x, wenn x gegen a strebt, automatisch gleich zu f von a. Und dieser Grenzwert gleich f von a entspricht genau der Definition der Stetigkeit von f an a. Somit haben wir also bewiesen, wenn eine Funktion f ableitbar ist an einer Zahl a, dann muss sie automatisch stetig an dieser Zahl a sein. Geht das auch andersrum? Wenn f stetig ist an a, muss f dann automatisch ableitbar an a sein? Antwort: Nein. Wenn f stetig ist an a, dann können wir daraus nicht automatisch schlussfolgern, dass f auch ableitbar an dieser Zahl a ist. Um einen Lehrsatz zu beweisen, muss man ihn allgemein beweisen, so wie wir das hier gemacht haben. Um eine Eigenschaft zu widerrufen, reicht ein Gegenbeispiel.
Wir nehmen als Gegenbeispiel die Funktion f von x gleich Betrag von x. Ihr Graph ist hier gezeichnet. Wir erkennen ganz deutlich, dass diese Funktion stetig ist bei der Zahl 0. Wir zeichnen den Graphen durchgehend, ohne den Stift vom Blatt nehmen zu müssen. Diese Funktion ist stetig bei 0 und wir werden beweisen, dass sie bei 0 nicht ableitbar ist. Wir werden also beweisen, dass für diese Funktion der Grenzwert, wenn x gegen 0 strebt, von dem Differenzenquotienten f von x minus f von 0 geteilt durch x minus 0 keine reelle Zahl ergibt. Dazu berechnen wir zuerst einmal den Grenzwert vom Differenzenquotienten, wenn x gegen 0 strebt, aber von rechts, und anschließend, wenn x gegen 0 strebt, aber von links. Rechnen wir zuerst den Grenzwert vom Differenzenquotienten von f bei 0, wenn x gegen 0 plus strebt. F von x ist der Betrag von x, f von 0, das ist der Betrag von 0, also 0, das entfällt hier, und unten entfällt minus 0 ebenfalls. Somit ergibt dieser Grenzwert diesen da. Da x gegen 0 plus strebt, das heißt von rechts, ist x automatisch eine streng positive Zahl. Und dann ist der Betrag von x die Zahl x selbst. X geteilt durch x, eine Zahl geteilt durch sie selbst, ergibt immer 1, außer bei 0 auf 0. X ist aber nicht 0, x strebt gegen 0. Also ist dieser Bruch gleich 1 und der Grenzwert dieser Konstanten 1 ist 1. Der Grenzwert vom Differenzenquotienten, wenn x gegen 0 minus strebt, das heißt hier von links, führt zu dieser Rechnung. Und wenn x links von 0 liegt, dann bedeutet das, dass x streng negativ ist. Also ist der Betrag dieser streng negativen Zahl minus diese streng negative Zahl, also minus x. X auf x ergibt immer 1 und der Grenzwert dieser Konstante minus 1, das ergibt die Konstante minus 1. Wir sehen also hier ganz deutlich, dass der Grenzwert rechts nicht derselbe ist wie der Grenzwert links. Rechts finden wir 1, links finden wir minus 1. Und da Grenzwert rechts nicht dasselbe ist wie Grenzwert links, gibt es den beidseitigen Grenzwert nicht. Also der Grenzwert, wenn x gegen 0 strebt vom Differenzenquotienten von f bei 0, den gibt es nicht. Dann ist das auch keine reelle Zahl. Und somit haben wir bewiesen, dass die Funktion f nicht ableitbar ist an der Zahl 0, obwohl sie doch stetig ist an der Zahl 0.